Die Nationalratswahl im ORF. Ein turbulenter Wahlkampf. Viel ist in den letzten Tagen passiert. Dieses Interview, das Sie jetzt gleich sehen werden, das haben wir vor den Ereignissen vom Wochenende aufgezeichnet. Das heißt, Kanzler Kern war noch nicht mit den aktuellen Dirty-Campaigning-Enthüllungen konfrontiert. Das heißt, die Sendung, das Interview ist unter einem, sagen wir mal, speziellen Blickwinkel zu betrachten. Herzlich willkommen, vielen Dank für diese Begrüßung. Herzlich willkommen bei der finalen Runde von Nationalrat. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Vier Parteien haben wir schon durchleuchtet. Das heißt, da fehlt noch eine. Sie ist groß, sie ist rot und sie heißt SPÖ. Dass die Menschen sich holen, was ihnen zusteht. Einen New Deal für Österreich. Mit großen Versprechen tritt Christian Kern im Mai 2016 die Nachfolge von Werner Faymann an. Vor allem die Öffnung in Richtung FPÖ spaltet die Partei. Beim letzten Mal war die SPÖ noch Erster mit 26,8%. Was schafft Kanzler Christian Kern bei seiner ersten Wahl? Heute ist er bei uns zu Gast, der Bundeskanzler und Spitzenkandidat der SPÖ, Christian Kern. Herr Bundeskanzler, herzlichen Dank, dass Sie im Wahlkampf zu uns gekommen sind. Das ist Ihr erster Nationalratswahlkampf. Wie fühlen Sie sich? Ja, ich bin jetzt durchs ganze Land gefahren, mehrfach, war in allen Bundesländern auch mehrfach. Und ich muss sagen, es hat mir eigentlich große Freude gemacht, weil es die Chance gibt, unglaublich viele Menschen zu treffen, Gespräche zu führen. Und ich bin ein großer Anhänger der These, dass Politik nicht hinter Polstertüren stattfinden darf. Und da kriegst du dann mit, was wirklich im Land los ist. Und das ist eigentlich auch sehr motivierend gewesen. Aber du siehst auch, wo die Sorgen der Menschen sind. Es ist auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen, noch ziemlich anstrengend, wenn man eigentlich wahrscheinlich jeden Tag auf Achse ist. Wie halten Sie denn das mit diesem Wahlkampfstress aus? Was machen Sie da? Na, es klingt jetzt vielleicht unvorstellbar, aber es ist so, du gehst am Abend wirklich zufrieden und eigentlich mit einem guten Energielevel ins Bett. Dann sage ich Ihnen mal, was Sie heute bei uns zu tun haben. In erster Linie müssen Sie mal gut zuhören und zuschauen, was in unserer Quiz-Arena passiert. Wir werden dann nach jeder Runde über diese Themen, die da angesprochen werden, ein Gespräch führen. Mitraten müssen Sie nicht, da können Sie ganz beruhigt sein. Das machen nämlich unsere fünf Quiz-Kandidatinnen und Kandidaten, wie immer beim Hanno. Und heute spielen Sie nicht nur um den Tagessieg, heute spielen Sie das letzte Mal um die Chance ins große Finale, wo es dann um die Seychellenreise geht, einzuziehen. Ein letztes Mal zaubere ich Sie aus unserer Wahlkabine aus Graz. Elisabeth Krämer. Noch einmal willkommen. Aus Salzburg kommt zu uns Gregor Gredler. Aus Innsbruck angereist ist Eva Weißkopf. Hallo. Die kürzeste Anreise hatte er. Er kommt aus Wien, Robert Janicek. Und last but not least, aus Niederösterreich kommt zu uns Bettina Fahrerfellner. Warum gerade diese fünf? Hier kommt unsere Antwort darauf. 8,7 Millionen Menschen in Österreich. 6,4 Millionen wahlberechtigt. Unser Auftrag an den Meinungsforscher. Wir suchen Wechselwählerinnen und Wähler mit Interesse an Politik und unserer Gesellschaft quer durchs Land. 200 davon kommen in die engere Auswahl. Und diese fünf haben sich qualifiziert. Sie spielen 5 Folgen lang gegeneinander, jeweils 3 Quizrunden. Die 2 Bestplatzierten spielen anschließend um den Tagessieg. Und Tagessieg bedeutet ein Fixplatz im großen Finale. Dort geht's um den Hauptpreis. 2 Wahlkarten auszufüllen im Traumurlaub auf den Seychellen.
Zwei Kandidaten haben sich schon für unser großes Finale im Anschluss an diese Sendung qualifiziert. Das ist die Elisabeth und der Gregor. Und für die anderen drei, für Eva, Robert und Bettina, gibt es heute noch einmal die letzte Chance. Einmal noch kann man sich fürs große Finale qualifizieren. Damit auch alles mit rechten Dingen zugeht, hat diese Sendung wie jede Wahl einen Beisitzer. Begrüßen Sie Peter Welter. Grüß dich, hallo. Herr Bundeskanzler, jetzt ist das ja ein Quizformat verbunden mit einem Talkformat. Wie ist denn das bei Ihnen? Sind Sie offen für solche neuen Sachen oder ist da dann doch auch ein bisschen Nervosität mit dabei? Nein, ich muss sagen, ich bin jetzt gerade riesig neugierig und würde mir das eigentlich am liebsten gern zu Hause am Sofa anschauen. Ja. Sie können es sich ganz gemütlich da in unseren Sesseln anschauen. Wir fangen nämlich mit unserer ersten Runde an und in dieser ersten Runde gibt es pro richtiger Antwort einen Punkt. Es geht um gefährdete Bücher. Das, was ich wirklich behalten möchte, habe ich analog. Also ich habe zum Beispiel keinen E-Reader. Ich tue eher Zeitung lesen und das aber sowohl in gedruckter wie in digitaler Form. Reden, spielen und lesen. Und es geht um sichere Zuhause. Obwohl unser Nachbar schon Einbrüche gehabt hat, aber irgendwie das ist so ein Thema, von dem ich überhaupt nicht betroffen fühle. Nach dem Einbruch, ich habe wunderbar gut geschlafen, obwohl sie alle anderen Sorgen gemacht haben, wie ich geschlafen habe nach dem Einbruch. Ich habe einen Hund. Sie kennen nach all diesen Wochen mittlerweile die Spielregeln. Wir fangen an. Erste Runde. Es gibt pro richtiger Antwort jetzt einmal zum Aufwärmen einen Punkt. Erste Frage. Wegen der hohen Flüchtlingszahlen in Italien lässt SPÖ-Verteidigungsminister Doskozil im Sommer am Brenner Panzer auffahren. Ist diese Behauptung richtig oder falsch? Ihre Antwort bitte jetzt. Zwei von Ihnen sind der Meinung, es war so. Drei glauben, wir lügen. Die Auflösung lautet, unsere Behauptung ist falsch. Das stimmt nicht. Es wurden zwar Maßnahmen angekündigt. Wir können hier 750 Soldaten zur Verfügung stellen. Und das ist derzeit im Gange. Auch das entsprechende Gerät wird derzeit nach Tirol verschafft. Am Ende wurden aber nur 4 Radpanzer nach Tirol verlegt und die nicht an den Brenner. Christian Kern will die Schulen modernisieren. Wir behaupten, eines Tages will Christian Kern Schulbücher ganz abgeschafft wissen. Richtig oder falsch? Ihre Antwort bitte. Wir glauben, dass dem so ist, nur der Gregor meint, dass diese Behauptung unrichtig ist. Wir schauen es uns an. Unser Ziel ist es, die Unterrichtsmethoden umzustellen, unsere Lehrer darauf vorzubereiten, dass wir die Schulbücher durch Tablets und Laptops ersetzen wollen. Unsere Behauptung war also richtig. 4 von euch haben es gewusst. Nächste Frage. Verschiedene Vorwürfe rund um den SPÖ-Berater Thal Silberstein liegen schon sehr lange in der Luft. Mitte August wird Herr Silberstein dann in Israel verhaftet. Unsere Behauptung: Christian Kern hat sich aufgrund verschiedener Gerüchte schon im Jänner von seinem Berater Thal Silberstein distanziert. Ist unsere Behauptung richtig oder falsch? Ihre Antwort bitte jetzt. Gregor, Eva und Bettina, ihr drei habt die Antwort auf diese Frage gewusst. Unsere Behauptung ist falsch. Als Christian Kern im Jänner auf die Gerüchte angesprochen wird, sagt er Folgendes. Das ist völliger Unsinn. Also das stimmt alles nicht, diese strafrechtlichen also Sie müssen Herrn Silberstein selber fragen. Ich möchte mich damit wirklich nicht auseinandersetzen, weil das genau die Diskussionen sind, die die Österreicher bis da oben genug haben. Das erste öffentliche Aufeinandertreffen zwischen Christian Kern und Heinz-Christian Strache
findet im November 2016 statt. Wir behaupten, beim ersten öffentlichen Treffen der beiden Parteichefs bewahrt Christian Kern spürbar Distanz zu Heinz-Christian Strache. Richtig oder falsch? Die Antworten jetzt. Heute gibt es nur geteilte Meinungen des Liebmann als Quizmaster. Und jetzt gibt es die Lösung dazu. Das machen wir nachher bei einem Bier, machen das Sie, wir noch nie machen trinken machen wir nachher haben. Beim Bier, das ist eine gute Ding. Aber wenigstens trinken Sie nicht nur Kaffee. Unter uns gesagt, so ein amikales Gespräch wie heute haben wir noch nie geführt im Parlament. Cash, das manchmal ein bisschen anders, muss man schon dazu sagen. Unsere Behauptung war also falsch. Herr Bundeskanzler, wie ist denn das dann weitergegangen? Sind Sie dann tatsächlich alle miteinander auf ein Bier gegangen? Nein, zur Enttäuschung des Herrn Strache habe ich mich damals dann mit dem Publikum und den Menschen unterhalten und dann ist sich das nicht mehr ausgegangen. Man gibt sich aber trotzdem freundschaftlich mit der FPÖ. Wo sehen Sie denn die meisten Überschneidungspunkte? Ja, wir haben bei der FPÖ 30 Jahre lang gesagt, wir wollen ganz grundsätzlich mit ihnen nichts zu tun zu haben. Und das hat dazu geführt, dass sich die FPÖ in eine Ecke zurückflüchten konnte und sagen, okay, die wollen uns ja gar nicht und die inhaltliche Auseinandersetzung war zu Ende. Und mein Ziel ist es aber, ganz klar zu sagen, wofür stehen wir und wofür stehen andere Parteien. Und wenn Sie mich jetzt ad hoc fragen, wo wir uns mit der FPÖ treffen, dann fallen mir spontan viel mehr Punkte ein, wo wir uns nicht treffen. Und wie Sie merken, tue ich mir schon leichter in der Abgrenzung, als im Verbindenden zu suchen. Es ist weniger eine Frage des Wollens als der spontanen Assoziationsfähigkeit. Ja, da gibt es schon viel Unterschiede. Mhm. Sie haben zuerst schon angesprochen, 30 Jahre lang hat sich die SPÖ strikt abgegrenzt von der FPÖ. Das ist diese berühmte Franitzky-Doktrin. Sie haben gesagt, nach der Wahl wollen Sie die Mitglieder befragen zu einer möglichen Koalition mit der FPÖ. Wäre das nicht sinnvoller gewesen vorher? Nein, deshalb nicht, weil das macht ja keinen Sinn. Aus folgendem Grund, wir haben ja gesagt, nicht nur bei der FPÖ ist das so, sondern wenn wir in eine nächste Regierung gehen, dann wird es einen Koalitionsvertrag geben. Und zwar unabhängig davon, mit welcher Partei. Und über den sollen dann die Mitglieder abstimmen. Und das geht dann natürlich nur nach einer Wahl, weil vor einer Wahl weißt du ja nicht, worüber die abstimmen sollen. Mhm. Beim Thema Flüchtlinge, Asyl tut sich die SPÖ auch ein bisschen schwer mit der Kommunikation. Es gibt ja immer wieder so Querschüsse aus dem Burgenland von Landeshauptmann Nissel, der sehr stark auf dieses Thema auch im Wahlkampf setzen möchte und gesetzt hat. Man ist sich oft nicht so ganz sicher, wie der Kurs der SPÖ ausschaut. Wenn Sie jetzt einem Fremden erklären müssten, das ist der Asylkurs der SPÖ, was würden Sie sagen? Das ist interessant, wie da die Wahrnehmung und die Realitäten abweichen, weil ich habe gestern ein Zitat von Michael Häupl gelesen, der schon 1996 die Position vertreten hat, die wir heute haben. Und die lautet, wir haben geholfen in einem erheblichen Maß, mehr als fast alle anderen europäischen Länder. Und ich bin auch bereit zu helfen, aber bis zu den Grenzen des Möglichen und nicht darüber hinaus. Weil wenn wir das tun, dann ernten wir am Ende nicht eine solidarische Gesellschaft, sondern eine zerfallende. Und das ist der Grund, warum wir uns massiv engagieren im Grenzschutz in Europa und dort, wo es Lücken gibt, auch in Österreich. Das ist notwendig, dass wir entscheiden, wer nach Österreich kommt. Die zweite Thematik ist, dass wir auch ganz klar sagen, wer zu uns kommt, muss verstehen, dass es hier bestimmte Spielregeln gibt. Deutsch ist unsere Sprache, Männer und Frauen sind gleichberechtigter, es hat die Religion in der Politik nichts verloren. Und wer einen Gesetzesbruch begeht, der kann nicht in unserem Land bleiben, punktum. Jetzt haben Sie gesagt, keine illegale Migration. Das heißt ja dann eigentlich komplette Grenzen dicht. Habe ich Sie da richtig verstanden? Das muss das Ziel sein, aber man weiß ja, dass das Schlepperwesen sehr kreativ ist, dass sich die Grenzübergänge immer wieder verlagern. Das ist eine permanente Aufgabe. Deshalb haben wir ja auch die Polizeikräfte und das Bundesheer aufgestockt. Deshalb haben wir die Grenzkontrollen und den Grenzschutz auch durch das Bundesheer deutlich verstärkt. Aber wie schaut dann die legale Migration aus? Also was muss jemand tun, der legal nach Österreich kommen möchte? Also ich denke, entscheidend ist, dass wir da eine europäische Lösung finden müssen. Weil es ist klar, wir brauchen schon möglichst nahe der Herkunftsländer die Möglichkeit, die Menschen zu betreuen und dass die auch die Chance haben, einen Antrag zu stellen, damit die wissen, lohnt es sich überhaupt nach Europa zu kommen, kann ich da bleiben oder nicht. Das klingt jetzt alles so einfach. Das muss ja Jahre dauern, bis das dann einmal in Kraft ist. Was macht man denn bis dahin? Sie haben recht. Jeder, der den Menschen sagt, es gibt eine einfache Lösung, es geht ganz locker, der streut den Menschen Sand in die Augen. Und dagegen wehre ich mich auch, weil da wird so getan, dass man die Probleme leicht lösen kann. Und dann findet in unserer Gesellschaft eine richtige Spaltung statt. Dass Leute dann sagen, ja, die wollen wir nicht, da haben wir nichts zu tun. Das ist ja
dann sehr schnell am Rande der Hetze. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir uns nicht in diese Richtung bewegen. Aber auch Menschen, die schon länger bei uns leben, gibt es ja auch Integrationsprobleme. Was planen Sie da konkret? Ja, ich denke, man muss da ganz offen konstatieren, da ist in den letzten Jahren einiges schiefgelaufen. Wenn man hat gedacht, dass die Menschen kommen und sich schon irgendwie einfügen. Die Wahrheit aber ist, das ist nicht passiert. Und wir haben heute erlebt, dass wir damit nicht ein vielfältiges Gesellschaftsbild bekommen, so Multikulti oder so, sondern im weit echte Parallelgesellschaften, so wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben. Aber ich frage noch einmal nach, planen Sie da irgendwelche Gesetze? Also, der entscheidende Punkt ist, dass Menschen, die Gesetzesverstöße begonnen haben, die keinen Asyltitel haben, obwohl sie einen negativen Bescheid haben, im Land bleiben. Da haben wir bereits Verschärfungen vorgenommen mit den Abschiebezentren, die es jetzt geben wird, wo wir daran arbeiten, dass die Menschen forciert zurückkommen. Schauen wir zur Bildungspolitik. Wir haben gehört, Sie sind langfristig für die Abschaffung der Schulbücher und hin zur Digitalisierung für die Kinder. Wäre es dann nicht auch wichtig, bevor man die Kinder mit Laptops ausstattet, dass man die Lehrer einmal dementsprechend ausstattet? Die sitzen teilweise auf einem kleinen Tischerl, haben keinen Laptop. Was sind da Ihre Pläne? Das Wichtigste für uns ist zunächst einmal, dass wir bereit sein müssen, dass wir wirklich konsequent in die Bildung unserer Kinder investieren. Da werden wir mehr Geld ausgeben müssen in Zukunft. Davon bin ich überzeugt, weil wir brauchen eine bessere Betreuung unserer Kinder. Wir haben teilweise Schulen, wo Kinder zu 50, 60, 70% drinnen sind, die nicht Deutsch als Muttersprache haben. Wären denn da, darf ich kurz zwischenfragen, ja, Deutschklassen für ausländische Kinder, wäre das ein Vorschlag, den Sie machen würden? Also ich bin davon überzeugt, je früher wir die Kinder zusammenbringen und die Defizite haben, wir sie speziell fördern, desto besser wird das Ergebnis sein. Also keine eigenen Deutschklassen? Wir haben da unterschiedliche Zutritte, aber ich bin der Meinung, so rasch als möglich zusammenführen, aber ganz gezielt fördern dort, wo es notwendig ist. Und das bedeutet, wir müssen unsere Kindergärten ausbauen. Und was die Digitalisierung betrifft, haben Sie natürlich völlig recht. Also den Kindern ein Tablet in die Hand drücken, das ist viel zu wenig. Du brauchst erst einmal die Infrastruktur in den Schulen und dann musst du die Lehrer darauf vorbereiten. Aber es wird deshalb die Zukunft sein, weil ich weiß noch gut, ich bin erste Generation gewesen, die die Gratis-Schulbücher der Kreisge-Ära genutzt hat. Und das war für mich entscheidend, weil es die Basis dafür war, dass ich dann der Erste war, der maturieren konnte in der Familie und der Erste, der dann auf die Universität gegangen ist. Und heute ist das genauso, weil wir haben Kinder aus besser gebildeten Haushalten, wo die Eltern höhere Einkommen haben, die haben fast alle irgendwann ein Smartphone, ein Tablet. Die haben den Zugang zu dieser Wissenswelt. Und dann ist es aber auch Realität in Österreich, dass sich viele Familien das für ihre Kinder nicht leisten können. Und wir wissen aber, wie sehr du die Bildung verbessern kannst, wenn du die Programme maßschneiderst auf die Kinder, ihre Fähigkeiten stärkst, ihre Schwächen versuchst, hier auszumerzen. Und dafür ist diese Digitalisierung der Schlüssel. Jetzt klingt das ja alles sehr, sehr logisch und sehr gut, was Sie da sagen. Allerdings ist es ja so, dass die SPÖ das Amt des Bildungsministers schon länger inne hat. Warum ist das bis jetzt nicht passiert? Na, da ist sehr viel passiert, weil die Qualität der Bildung und des Bildungssystems in Österreich ist ja nicht schlecht. Aber im Bildungssystem reden genauso die Länder mit und reden auch die Gemeinden mit, bei der Schulverwaltung. Und eine meiner Überzeugungen, die ich in der kurzen Zeit, die ich Politiker bin, gelernt habe, ist, dieses System muss sich ändern. Weil wir stehen uns da alle miteinander gegenseitig im Weg. Da optimiert jeder seine Interessen und am Ende geht das zulasten der Kinder aus. Das ist auch einer der Punkte, die geändert gehören. Machen wir den Versuch einer kleinen Selbstanalyse. Warum läuft es für die Kanzlerpartei im Wahlkampf nicht gerade rund? Ja, wir haben da sicher Fehler gemacht, aber aus Fehlern lernt man. Ich denke, wir sind jetzt auf einem sehr guten Weg. Und ich bin davon überzeugt, dass das jetzt in die richtige Richtung geht. Wir haben zuerst im Quiz diesen Einspieler gesehen von Ihrem Berater Thal Silberstein. Das war sicher einer der größten Dämpfer im Wahlkampf. Sie haben sehr lange an ihm festgehalten. Warum? Ja, da muss man jetzt Folgendes sagen. Ich war jetzt wochenlang in Österreich unterwegs und Sie können mir das glauben, mich hat nicht ein Mensch auf das angesprochen. Aber Sie haben recht. Mich interessiert es trotzdem. Nein, Sie haben recht, muss man sich auch auseinandersetzen damit. Aber zum damaligen Zeitpunkt, als Sie den Einspieler hatten, haben wir eine Wissenslage gehabt, dass diese Geschichten nicht erhärtbar sind. Was dann passiert ist, dann sind später noch andere Dinge, die in Guinea oder sonst wo gespielt haben, dazugekommen. Haben wir nicht gewusst, aber wir haben in der Sekunde die Konsequenzen gezogen. Aber was sind die Lehren für die Zukunft? Na, die Lehren für die Zukunft ist, nach vorne zu schauen und dafür zu sorgen, dass die wirklichen Themen diskutiert werden in Österreich. Weil wir haben ja in den letzten Wochen permanent Wahlkampagnen diskutiert und wir haben nicht die Zukunftsfragen diskutiert. Und das ist ja der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin. Ich will ja nicht meinen Lebenstraum verwirklichen, sondern dafür sorgen, dass die Menschen irren können. Und das heißt, wie erreichen wir dem Land Wohlstand?
Und wie schaffen wir, dass alle, die ihre Beiträge leisten, da auch gerecht daran profitieren? Das ist die Frage. Schön ausgewichen. Eigentlich habe ich gemeint, was die Lehren sind mit solchen, also ob man seine Mitarbeiter vielleicht mehr durchleuchtet oder ganz früher offen gesagt, sieht. Also ich habe mein ganzes Leben lang Mitarbeiter geführt. Diese eine Geschichte von einem externen Berater, der alles andere als ein, wie soll ich sagen, der bei uns am Schoß gesessen ist, nicht. Das kann passieren und da muss man die Konsequenzen ziehen. Aber ich glaube, wir haben da einiges getan. Natürlich im Nachhinein wäre es gescheiter gewesen, das früher zu machen, ganz klar. Aber unter uns gesagt, das beeinflusst die Zukunft Österreichs null und nüsse. Jetzt haben wir in dieser Runde noch eine Frage, Hanno. Eine Frage haben wir noch und wir schauen uns einen Ausschnitt aus dem Wahlkampf des Christian Kern an. Wie geht's Ihnen? Danke, ja, gut. Sie schauen ja blendend aus. Na ja, danke. Da ist ein bisschen Fassade auch dabei. Na geh, hör auf, aber mit 96 ist das ja ein... Na, das bin ich nicht. Ich bin 88. So, jetzt unsere Frage an Sie, unsere Kandidaten. Wie geht denn dieses Gespräch weiter? Antwort A. Christian Kern beharrt darauf und erklärt, ich glaube, da täuschen Sie sich, Sie sind 96. Antwort B. Christian Kern sagt, ein bisschen erschrocken, da bin ich jetzt falsch informiert, dann sind Sie ja ein junges Puperl. Antwort C. Christian Kern wirft seinem Pressesprecher einen gespielt, aber doch bösen Blick zu. Wie geht diese Szene weiter? Ihre Antwort bitte jetzt. Zweimal muss der Pressesprecher büßen und dreimal ist es Ihrer Meinung nach das junge Puperl. Film ab. Achso, dann bin ich falsch informiert worden. Na gut, das sind Sie ja junges Puperl. Ja. Na, also junges dann, ist, Puperl ja, dann wundert ist mich gut, gar nichts ja. mehr. Ja. Es ist das junge Puperl und Bettina, haben Sie den Film schon mal gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Meinen das logisch, so antwortet ein Politiker oder was haben Sie sich gedacht? Ich muss sagen, ich habe selbst im Altersheim gearbeitet etlicher Jahre und ich habe so eine ähnliche Antwort selber schon mal geben müssen oder auch gegeben. Und von daher haben wir gedacht, ich glaube, ich traue mir jetzt einfach zu, dass auch genauso spontan auf sowas reagiert. Und Sie hatten auch keinen Pressesprecher zur Seite? Nein, Herr leider nicht. Herr Kern, wenn man da mit dem Alter falsch informiert wird, wie gehen Sie denn mit Fehlern um? Sind Sie einer, der da schnell verzeihen kann? Naja, also zunächst einmal bei Fehlern kehrt man am besten immer vor der eigenen Türe, oder? Bevor man anderen die Schuld zuweist. So war es auch da. Aber ich muss sagen, ich bin ein höflicher Mensch und ich habe gelernt, Damen sollte man nicht zu alt und nicht viel zu alt schätzen. Bei Herren ist es übrigens noch viel ärger. Also. Wirklich? Ja, und deshalb war dann der Versuch, irgendwie mit der Dame, wie man so schön sagt, Schmäh zu führen. War übrigens deshalb ein wichtiger Besuch, weil das war eine der Betroffenen von der Pflegeregressabschaffung. Insofern ist aus dem Besuch tatsächlich auch eine konkrete politische Maßnahme geworden. Mhm. Pflegeregress abgeschafft. Jetzt ist es allerdings so, dass sehr, sehr viele Menschen ihre Angehörigen zu Hause pflegen. Was planen Sie denn da für diese Menschen für Entlastungen? Sie haben recht, das ist ein Teil des Problems. Das größere Problem ist, dass natürlich auch viele zu Hause gepflegt werden, das auch an die finanziellen und die Belastbarkeitsgrenzen geht. Und aus dem Grund haben wir gesagt, nein, wir müssen auch dafür sorgen, dass die Menschen da unterstützt werden, finanziell, aber auch mit neuen Strukturen, möglichst nah in den Gemeinden, die hier bei der Pflege mehr Aufgaben übernehmen. Das ist ein großes Frauenthema, weil die familiäre Pflege bleibt oft bei den Frauen hängen, die dann herhalten müssen. Und vor dem Hintergrund halte ich es für richtig, dass wir das gemeinschaftlich finanzieren und sagen, das muss in unserer Gesellschaft so sein, dass sich jeder darauf verlassen kann, dass das funktioniert. Das heißt, für die Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, mehr Zuschüsse? Das ist das eine, aber auch diese Community Nurses, wie es zum Beispiel in anderen, also diese in den Gemeinden Pflegestützpunkte aufzubauen, wo dann mobiles Pflegepersonal sich kümmert, ist ein wichtiger Punkt. Wir haben auch einen Finanzierungsvorschlag dazu gemacht, das ist bekannt, weil für die Menschen wie die Dame, die ich da fälschlich geschätzt habe, für die war alles weg. Da haben 100% dessen, was sich aufgebaut hat, war weg. Das ist eine 100% Erbschaftssteuer. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte, dass die, die es sich leisten können, die mehr als 1 Million erben, in Zukunft einen Beitrag zahlen. Und der soll für die Finanzierung dieses Vorhabens dienen. Sie haben zuerst gesagt, es ist schlimm, wenn man eine Frau älter schätzt, als sie ist. Bei einem Mann ist es noch viel schlimmer. Sind denn die Männer da doch ein bisschen eitler
als die Frauen? Naja, ich glaube, wir sind das sensible Geschlecht offenbar. Das sensible Geschlecht? Nein, ich weiß es nicht. Aber mag schon sein. Ich habe noch keine großen philosophischen Abhandlungen dazu vorgenommen. Ja. Peter, wir schätzen jetzt nichts. Wir schauen auf die Punkte. Wie schaut's denn aus? Ja, und unsere Kandidaten sehen alles andere als alt aus, weil sie nämlich einen kleinen Punktesprint hingelegt haben in dieser ersten Runde. Bettina, Robert und Eva mit 4 Punkten, Gregor, Elisabeth mit 2 und einem Punkt müssen noch den Turbo abwerfen. Herr Kern, Sie haben im Wahlkampf auch sehr viele persönliche Videos online gestellt. Ist denn die Persönlichkeit des Politikers oder des Menschen in diesem Wahlkampf besonders wichtig? Nein, ich denke, dass die Österreicher das Recht haben zu wissen, wer das Land führt. Und ich denke, dass es auch entscheidend ist, dass die Menschen wissen, welche Erfahrungen da eine Rolle spielen, was die wichtigsten Punkte im Leben von Menschen waren. Und ich denke, die Österreicher sollen auch wissen, nicht nur, was die Programme sind, sondern auch, wer die Menschen sind. Deswegen gibt es bei uns auch eine Persönlichkeitsrunde. Und da gibt es für jede richtige Antwort 2 Punkte. Es geht um schöne Oberflächen. Die Slimfit-Anzüge schauen so aus, wie wenn es in die Richtung gehen würde. Das ist für mich eine Hülle, wo ich dann sofort manchmal erkennen muss, dass außen hui, innen pui sein kann. Und es geht um grüne Felder. Ich bin kein Fußballfan. Es gibt nur einen Fußballverein in Wien. Na, SK Rapid Wien. Es gibt nur einen Fußballverein in Wien. Also ich möchte Ihnen jetzt weitere Fragen ersparen, sonst haben Sie ein Problem auf dem Heimweg. Oder kann sein. Kann sein, ja. Wir bleiben mit unserer ersten Frage beim Fußball. Wir behaupten, Christian Kern ist glühender Anhänger von Wiens ältestem Fußballverein, von der Vienna. Ist diese Behauptung richtig oder falsch? Ihre Antworten jetzt bitte. War wohl keine allzu schwere Frage. Sie haben alle die Antwort gewusst. Unsere Behauptung ist falsch. Christian Kern ist Austrianer und als solcher auch Mitglied im Kuratorium der Wiener Austria. Hier sehen wir ihn, lässt keine Zweifel offen. Wir haben gehört, Fußball, Bettina, kein Fan. Mhm. Robert, es kann nur einen geben. Geht irgendjemand aufs Match von Ihnen? Selten. Okay, die Frage hat nicht funktioniert. Wir kommen zur zweiten. Christian Kern hat schon jetzt Pläne für die Pension. Wir behaupten, Christian Kern will in seiner Pension eine 2-jährige Weltreise machen. Richtig oder falsch? Ihre Antworten bitte jetzt. Vier von Ihnen schicken den Christian Kern um die Welt. Und die Bettina glaubt, der bleibt daheim. Schauen wir uns das an. Ich habe vor, wenn ich dann eines Tages wirklich mehr Zeit habe, also quasi in der Pension Kinderbücher zu schreiben. Bettina lag mit ihrer Ahnung richtig. Kinderbücher sollen es sein. Wir kommen zur dritten Frage. Christian Kern war in den 90er Jahren Pressesprecher des SPÖ-Politikers Peter Kostelka. Mein Name ist Christian Kern. Ich bin der Pressesprecher des SPÖ-Klubobmanns. Wir behaupten, das entsprechende Jobangebot als Pressesprecher hat Christian Kern ausgerechnet am Tag der Arbeit, am 1. Mai, bekommen. Richtig oder falsch? Ja, da kann man jetzt nur raten, gell? Ihre Antwort bitte jetzt. Ja, das ist ja fad. Schauen wir es uns an. Eines Tages hat dann der Staatssekretär den Bundeskanzleramt angerufen, am 1. Mai, was für einen Sozialdemokraten natürlich ein gutes Datum ist. Der hatte doch selbst Geburtstag und hat mich gefragt, ob ich für ihn als Pressesprecher arbeiten möchte. Unsere Behauptung war also richtig. Und alle fünf haben das
gewusst. Vierte Frage, zweite Runde. Wir hören uns dazu zuerst einen ganz kurzen Radioausschnitt an vom Ö1 Morgenjournal. 95% der Politik, die geboten wird, besteht aus Inszenierung. Wir behaupten dazu, um sich der Inszenierung nicht zu beugen, hat Christian Kern nie Familienfotos mit seinen eigenen Kindern veröffentlicht. Richtig oder falsch? Ihre Antwort bitte. So geht es. Haben Sie das Gefühl, Elisabeth, dass er das nie gemacht hat, oder glauben Sie es zu wissen? Ich habe das Gefühl, ich würde es nicht machen, und jetzt habe ich es aus dem Gefühl entschieden. Ihr Gefühl trügt Sie? Ich habe mir gedacht, wahrscheinlich einmal oder so. Das ist so ist es. Unsere Behauptung ist nämlich falsch. In einem seiner veröffentlichten Wahlspots gibt es Fotos der Familie, auch eines mit seiner damals neugeborenen Tochter und seiner Frau. Bundeskanzler, viele sagen, ich würde nie ein Foto mit meinen Kindern veröffentlichen. Warum machen Sie das? Naja, dieses Foto, wie Sie gemerkt haben, hat schon ein paar Jahre am Buckel. Also das ist 10 Jahre her, und von dem Babyfoto auf den aktuellen, das aktuelle Aussehen meiner Tochter zu schließen, ist ganz und gar unmöglich. Das war der Grund. Aktuelle Bilder sind tabu. Mhm. Manchmal sagen ja dann die Kinder, oh Gott, warum hast du das Foto von mir veröffentlicht? Ist das bei Ihnen noch nie passiert? Naja, naja. Dieses Babyfoto, nein, das ist nicht passiert. Wir haben gehört, am 1. Mai haben Sie Ihren Job bei der SPÖ bekommen. Das ist ja eigentlich wie ein Lottogewinn für einen Sozialdemokraten, oder? Ja, es ist eine lustige Fügung, ja. Wie geht's Ihnen, wenn Sie so diese alten Aufnahmen von sich sehen? Ja, im Wahlkampf wird ja oft über Negativ-Campaigning und die Rolle des ORFs diskutiert. Aber dass Sie dieses eine Foto ausgegraben haben, da in der Säulenhalle mit dieser Kotelettenfrisur, das nehme ich Ihnen wirklich übel. Wirklich? Ja, furchtbar, ja. Ja gut, aber das geht jedem so. Also auch bei unseren anderen Kandidaten, Kandidatinnen, die ihre Fotos gesehen haben, die haben eigentlich sehr drüber gelacht, die haben das lustig gefunden. Nein, das ist also... Ich nehme Ihnen das ja nicht wirklich übel, wie Sie wissen. Nein, dazu muss man stehen, das ist so, gar keine Frage. Ja. Hat eigentlich der 1. Mai noch immer so eine enorme Symbolkraft für die SPÖ? Ja, und ich kann Ihnen sagen, für mich jetzt sogar noch mehr, weil ich bin viele Jahre dort zu dem Maiaufmarsch gegangen. Da triffst du dann viele alte Bekannte, hörst dir die Reden an. Und dieses Mal war es ja so, dass ich der Hauptredner sein durfte am 1. Mai. Und du stehst dann dort so auf einer Bühne und du sprichst dort. Und dann empfindest du so eine tiefe Demut, weil du Teil dieser Geschichte bist und verstehst, du bist eigentlich auch nur ein Tropfen im Ozean, egal ob du dort der Vorsitzende bist oder nicht. Und es ist eine Demonstration, dass unsere Zukunft im Miteinander liegt und nicht im Gegeneinander. Sie waren auch ein Jahr davor am Rathausplatz, da ist Werner Faymann ausgebuht worden, und das war eigentlich der Anfang vom Ende. Wenn Sie jetzt an den nächsten 1. Mai denken, haben Sie denn Angst, dass Ihnen auch so etwas passieren könnte? Nein, habe ich überhaupt nicht. Unsere Veranstaltungen, auch dieser 1. Mai, war voller positiver Energie. Da gehst du dann wirklich, da gehst du richtig leichter dann davon weg. Du gehst auch weg im Empfinden der Verantwortung, die du daraus hast, für diese Menschen und ihre Hoffnungen und ihre Zuversicht. Ich frage nur, weil es einfach jetzt im Wahlkampf vielleicht nicht ganz so optimal gestartet ist. Und bis zum 1. Mai ist ja noch viel Zeit. Also haben Sie da oder denken Sie daran, dass da vielleicht jemand an Ihrem Sessel sägen könnte? Nein, nicht im Geringsten. Abgesehen davon muss ich Ihnen sagen, kommen Sie mal mit mir mit, fahren Sie mal mit dem Bus mit, schauen Sie sich die Veranstaltungen an. Da ist eine riesige Euphorie. Und was das Moment betrifft mit dem Sesselsägen, also ich bin ein großer Shakespeare-Fan, und die Lebenserfahrung zeigt einem auch, irgendwann geht alles zu Ende. Jetzt ist es ja so, der Robert ist Rapid-Fan, Sie sind Austria-Fan. Sie haben ja selbst in einer Jugendmannschaft gespielt als Fußballspieler. Was ist denn für Sie in der Politik ein Foul? Also ich denke, da gibt es leider mehr als einem lieb ist, und ich habe das vielleicht auch unterschätzt, wie das zugeht. Ganz besonders finde ich inakzeptabel, wenn es auf die persönlichen Ebene gezogen wird. Das finde ich letztklassig, und ich muss dazu sagen, wir haben auch ganz bewusst gesagt, dass wir das nicht tun wollen. Wenn es ins Persönliche geht, dann ganz, ganz vorsichtig. Jeder macht einmal ein Foul. Haben Sie auch schon mal eines gemacht? Ein politisches? Jetzt keins, das mir wahnsinnig bewusst ist. Vielleicht magst du eine oder andere so nicht empfunden haben. Du triffst viele Entscheidungen, auch Personalentscheidungen, jetzt bei der Erstellung der Nationalratsliste.
wo sehr gute Kandidaten nicht ganz vorne sein konnten, die werden wahrscheinlich da oder dort eine persönliche Enttäuschung empfunden haben. Ja. Wir haben zuerst gehört, 95% in der Politik sind Inszenierungen, sagen Sie. Sie sind sehr aktiv auf Social Media, auf Facebook, stellen auch immer wieder Videos online. Es hat dieses berühmte Pizza-Video gegeben. Dann haben Sie ein Video im Stil von House of Cards gemacht. Jetzt gibt es dieses Kern unterwegs. Und es gibt Menschen, wenn man mit denen über diese Videos spricht, dann sagen sie, sie finden das ein bisschen zu sehr inszeniert, zu gestellt. Glauben Sie denn, kommen diese Videos bei den Menschen an? Ja, wenn man sich anschaut, mit welcher Frequenz Menschen sich das ansehen, dann ist die Antwort, na sicher kommen die an. Also das, wir haben einzelne Videos, die haben 1,5 Millionen Zuseher. Also das ist etwas, wo auch der ORF, glaube ich, sehr zufrieden wäre mit so einer Quote. Haben wir auch. Ja, vielleicht auch Fasching und so, ja, ich weiß. Nein, Zeit im Bild, Herr Bundeskanzler. Okay, pardon. Wahlsendungen? Ich nehme alles zurück, ja. Und bin zerknirscht. Ja, nein, aber der Punkt ist doch jener. Natürlich gehört das dazu und Kommunikation ist Teil der Politik. So. Was mich aber stört bei der ganzen Geschichte, ist die Inszenierung, die echte in der Politik, das sind ja nicht die Videos. Weil wenn ich ein Pizza-Video mache, dann weiß ja jeder, der seine 7 Sinne besammen hat, dass ich immer noch der Bundeskanzler bin und nicht nebenbei am Abend jobben gehe und den Leuten Pizza bringe, oder? Das kann man nachvollziehen. Aber die wirkliche Inszenierung findet statt, indem Diskussionen geführt werden und zugespitzt werden, ganz bewusst, wenn man möchte, dass das in den Zeitungen steht, ohne dass man ernsthaft überhaupt an einer Lösung arbeitet. Die SPÖ und die ÖVP haben ja vor der Wahl für die Mindestpensionisten die Pensionen erhöht. Das kostet laut Agenda Austria ca. 110 Millionen Euro. Die Gegenfinanzierung ist noch nicht so wirklich geklärt. Und es gibt immer wieder Kritiker, die sagen, typisch kurz vor der Wahl werden dann solche Wahlzuckerl an die hauptsächlich Pensionisten verschenkt. Wäre es denn für Sie vorstellbar, dass man diese Wahlzuckerl einfach abstellt? Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, jeder, der das für ein Wahlzuckerl hält, der kennt die Lebensrealitäten in Österreich nicht. Und es ist mir auch völlig egal, ob da eine Wahl ist oder nicht, sondern das, was wir da getan haben, dass die kleinen Pensionen 2,2% bekommen, damit die Teuerungsraten von Milch, Lebensmittel, Mieten gut abgedeckt werden, dazu stehe ich hundertprozentig. Und wir haben auch umgekehrt bei denen, die mehr als 5.000 Euro bekommen, gesagt, ihr bekommt diesmal nichts, bitte um Verständnis. Wenn wir ein Wahlzuckerl konzipieren hätten wollen, dann hätten wir da auch gesagt, wir sind großzügig. Die Agenda Austria, man muss das einmal sagen, wird von den Industriellen, Superreichen und Großkonzernen finanziert. Und diejenigen, die ihnen erzählen, dass das Pensionssystem zerbricht unter der Last sozusagen der Pensionisten, weil die Aktiven immer mehr Pensionisten mitfinanzieren müssen, wie sollen Sie einmal die Zahlen anschauen? Ja, darf ich den einen Punkt noch sagen? Gerne. Seit 1997 hat ein aktiv Arbeitender noch nie so wenig Pensionisten erhalten müssen wie heute. Das heißt, es bricht nicht zusammen, es rennt nicht alles davon. Und ich bin der Meinung, dass die Leute in Österreich Beiträge geleistet haben, gearbeitet haben, die die Kinder großgezogen haben, die sich gesellschaftlich engagiert haben, die müssen sich darauf verlassen können, dass sie im Alter über die Runden kommen. Sie wollen in Ihrer Pension Kinderbücher schreiben. Ja. Der Herr Strolz, der in der ersten Sendung bei uns war, hat gesagt, er möchte einen Gedichtband schreiben. Könnte man da vielleicht über eine Kooperation nachdenken? Das wäre gut, aber ich glaube, wenn Sie Rilke Kindern vorlesen als Gute-Nacht-Geschichte, das fetzt nicht wahnsinnig gut rein. Aber ich glaube, ich bin ziemlich gut im Gute-Nacht-Geschichten erzählen, sehr kreativ und die Kinder haben es immer fasziniert. Kommen immer alle möglichen Gespenster und so vor. Peter, wollen wir einen Blick auf die Punkte werfen? Ja, ganz kurz vor der letzten Frage in der zweiten Runde. Die Bettina hat bisher in der zweiten Runde 8 Punkte gemacht und ist jetzt in Führung mit 12 Punkten vor Robert mit 10 Punkten. Und unsere beiden bisherigen Sieger aus den bisherigen Sendungen, Elisabeth und Gregor, hinken ein bisschen hinterher. Also das kann jetzt noch ganz spannend werden in dieser Runde. Letzte Frage, zweite Runde. Es geht ein letztes Mal um 2 Punkte. Christian Kern hat sich mit 18 Jahren politisch in einer Bezirksgruppe engagiert. Wir fragen jetzt, Christian Kern war Mitbegründer einer Bezirksgruppe welcher Partei? Antwort A, der Grün-Alternativen Liste. Antwort B, der KPÖ. Antwort C, der jungen Liberalen. Noch einmal, Christian Kern ist 18, gründet eine Bezirksliste mit. Bitte sagt mir, war das A, eine grün-alternative Liste, B, die Kommunistische Partei Österreichs
oder C, die jungen Liberalen? Ihre Antworten bitte jetzt. Vier glauben, Christian Kern war dereinst ein Grüner. Die Elisabeth meint, dass der Christian Kern früher bei der Kommunistischen Partei aktiv war. Es war Antwort A, die grün-alternative Liste. Das ist in seiner Biografie auch zu lesen. Christian Kern war Mitbegründer einer Bezirksgruppe der GAL, grün-alternativen Liste. Und gewusst haben das die Bettina, Robert, Eva und der Gregor. Die Elisabeth spart sich ihre Kraft fürs große Finale auf. Herr Kern, Sie waren damals 18 Jahre alt. Wie waren Sie als 18-Jähriger? Ja, davon überzeugt, dass die Welt besser werden muss. Unglaublich idealistisch und engagiert. Und dieses Engagement ist damals entstanden, weil da gab es ein Problem mit Abgasen in Simmering und Kindern, die erhöhte Asthmaquoten hatten. Das hat mich damals wirklich motiviert, einen solchen Schritt zu ziehen. Und dann haben wir mit Freunden und Bekannten diese Gruppe gegründet. War dann aber eher nur eine kurze Episode, weil mir vorgekommen ist, es gibt auch viele, viele andere Fragen daneben. Und deshalb habe ich mich in der Sozialdemokratie dann wohler gefühlt. Der durchschnittliche 18-Jährige, der denkt ja nicht an solche Sachen. Der denkt dran, was er vielleicht, keine Ahnung, wo am Wochenende hingeht. War das für Sie auch ein Thema oder waren Sie immer schon ganz strikt in diesen Sachen und immer nur Politik? Na, mich hat dieses Gerechtigkeitsthema immer wirklich umgetrieben und war immer extrem Unzufriedenheit mit den Verhältnissen, wie es in unserer Welt zugeht. Aber immer schon früh relativ ernsthaft und also sozusagen das Party-Animal, also durchmachen und so, das war eigentlich nie so meines. Ich habe ja dann früh mein erstes Kind bekommen und habe mir dann gedacht, irgendwann holt man das nach. Aber dann kommst du ins Alter, wo du dann am Ende auch einmal ein Glas Rotwein am Abend zu Hause schätzt. Ja. Also haben Sie es noch nicht nachgeholt? Nein, ich fürchte, das wird sich auch in der Pension nicht mehr ausgehen. Ja. Sehen Sie denn heute noch Überschneidungen mit den Grünen? Also welche Ideen von den Grünen finden Sie heute unterstützenswert? Ich glaube, es ist so, dass es ein gemeinsames gibt. Das ist, wenn man so will, der Antrieb. Weil ich würde auch bei den Grünen meinen, dass die nicht hinnehmen wollen, was in unserer Gesellschaft schiefläuft. Dass auch Gerechtigkeit bei denen eine große Rolle spielt. Also wären die Grünen eventuell auch ein Partner für Sie? Die Grünen wären genauso wie andere Parteien auch ein Partner, ja. Gut. Peter, wollen wir noch mal auf die Punkte schauen? Ja, genau. Und da hat sich Folgendes getan. Die Bettina liegt mit 14 Punkten vorne, vor der dritten Runde. Robert mit 12, Eva mit 10, Gregor ebenfalls mit 10 und Elisabeth, die Siegerin der letzten Sendung, mit 5 Punkten. Es bleibt also sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Dann wollen wir gleich hineinstarten in diese dritte Runde. Und da gibt es für jede richtige Antwort 3 Punkte. Es geht um große Vermögen. Das Vermögen in Österreich ist sicher so verteilt, dass einige wenige große Teile am Vermögen besitzen. Für eine direkte Reichensteuer in dem Sinn bin ich trotzdem nicht, weil man denkt, die Reichen sind trotzdem diejenigen, die ja auch in Österreich investieren. Und es geht um lange Arbeitstage. Für mich wäre es jetzt kein Problem, auch einmal länger zu arbeiten. Aber es gibt Umstände, wo es einfach nicht möglich ist. Es hat auch Zeiten gegeben, wo ich wirklich rund um die Uhr und mehrere Tage hintereinander an einem Stück gearbeitet habe. Letzte Runde. Wir bleiben gleich beim Thema. Bisher gilt in Österreich eine maximale Arbeitszeit von 10 Stunden pro Tag. Arbeitgeber drängen nun immer stärker auf den 12-Stunden-Tag. Bisher haben sich Gewerkschaft und Arbeiterkammer erfolgreich dagegen gewehrt. Wir behaupten nun, Christian Kern kann sich den 12-Stunden-Tag vorstellen. Kurz nachdenken und schnell antworten. Los, bitte. Zwei von unseren Kandidatinnen und Kandidaten trauen ihm das zu, drei trauen ihm das nicht zu. Unsere Behauptung ist richtig, er kann sich das vorstellen. Laut Kerns Plan A soll ein 12-Stunden-Tag bei Gleitzeit möglich sein, jedoch nur, wenn als Ausgleich längere zusammenhängende Freizeitblöcke genommen werden können.
Nächste Frage, nächster Film. Holen Sie sich, was Ihnen zusteht. So plakatiert die SPÖ in diesem Wahlkampf. Dieser Slogan ist nicht völlig neu. Wir behaupten, im Wahlkampf 1979 plakatierte die SPÖ unter Bruno Kreisky den Slogan Holt euch, was euch zusteht. Richtig oder falsch? Ihre Antwort bitte. Alle glauben, dass Bruno Kreisky und seine SPÖ dies getan hätten und ihr liegt alle daneben. Das war eine falsche Behauptung von uns. Kreisky hat diesen Slogan nie verwendet. Stattdessen hat es beispielsweise ein Plakat gegeben mit dem Slogan Kreisky, Österreich braucht ihn. Dritte Frage. Der türkische Ministerpräsident Erdogan hat erst im Frühjahr mit einem Verfassungsreferendum seine Macht ausgebaut. Wir behaupten, um der türkischen Bevölkerung Hoffnung zu geben, ist Christian Kern unbedingt für die Fortsetzung der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei. Richtig oder falsch? Bitte gebt uns eure Antworten. Jetzt. Unsere Behauptung ist falsch. Christian Kern sagt einen Tag nach dem Verfassungsreferendum in der Türkei in der Zeit im Bild. Wir haben erlebt, dass mit dem gestrigen Tag de facto die Beitrittsperspektive begraben worden ist. Präsident Erdogan hat uns ja allen ausgerichtet, dass Europa für einen verrotteten Kontinent hält. Die SPÖ hat 7 Koalitionsbedingungen festgelegt, im Vorfeld schon der Wahl. Wir behaupten jetzt, eine der Koalitionsbedingungen der SPÖ ist die Einführung einer Vermögenssteuer für Millionäre. Richtig oder falsch? Bitte jetzt die Antwort. Gregor, warum glauben Sie das nicht? Das klingt doch wirklich nach SPÖ, oder? Ich glaube, es ist die Erbschaftssteuer, die ab 1 Million gefordert wird. Unsere Behauptung ist falsch. Die SPÖ will eine Erbschaftssteuer für Erben über 1 Million. Haben Sie das daheim, das Programm von Herrn Kern? Ich habe es daheim zugeschickt bekommen, aber ich hatte keine Zeit, es zu lesen, um ehrlich zu sein. Lieber Schiff. Herr Kern, eine Einführung in eine Erbschaftssteuer für Erben ab 1 Million. Sie haben schon gesagt, das wird schwierig werden, weil ÖVP und FPÖ sind komplett gegen so eine Steuer. Wie schaut es denn dann mit möglichen Koalitionssachen aus? Wie soll das funktionieren? Also ich denke, das Entscheidende ist, dass wir die Steuern in Österreich für Arbeit und Einkommen senken. Weil wir haben das Problem im internationalen Vergleich, dass wir besonders hohe Einkommens- und Lohnsteuern einheben, bei denen die produktiv arbeiten gehen. Das ist die Situation. So, gleichzeitig haben wir aber auch die Situation, dass wir in Österreich bei den Vermögenssteuern am zweitwenigsten bei allen OECD-Ländern einheben. Und ich denke, wir brauchen da eine neue Balance, weil das auch eine Frage der Gerechtigkeit ist. Weil wenn Sie nur mal das Rechenbeispiel sich anschauen, wenn jemand ein Durchschnittseinkommen hat, dann müsste der quasi 8-mal auf die Welt kommen, fleißig arbeiten und ein Viertel seines Einkommens zurücklegen. Also du müsstest 8-mal auf die Welt kommen, um sozusagen dieselben materiellen Bedingungen sich zu erarbeiten, wie jemand, der 1 Million Euro erbt. ÖVP und FPÖ, also die 2 großen Parteien, nehmen sich aber schon aus dem Rennen, weil sie sagen, wir wollen das nicht. Das heißt, wenn das für Sie fix ist, eine Koalitionsbedingung, dann nehmen Sie sich doch selbst da schon aus dem Rennen. Na, das Entscheidende ist doch Folgendes. In der Politik, denke ich, geht es schon um Prinzipien. Wir haben gesagt, okay, wir müssen eine Nation werden, die zu den reichsten und wohlhabendsten der Welt zählt. Da müssen wir uns anstrengen. Aber gleichzeitig haben wir auch gesagt, die Menschen sollen bekommen, was ihnen zusteht, nämlich die, die wirklich was leisten dafür. Weil die kommen oft zu kurz. Die sollen bessere Schulen, besseres Gesundheitssystem, mehr Sicherheit auf der Straße bekommen.
Und das müssen wir finanzieren. Die anderen haben das nicht getan. Die vermeiden aber dazu zu sagen, wo das Geld herkommen soll in Wahrheit. Und deshalb bin ich optimistisch, wenn die anderen Parteien ihre Pläne tatsächlich einlösen wollen, dann werden sie nachher auch einen Finanzierungsweg brauchen. Und dann bin ich davon überzeugt, wird man auch dem Vorschlag, den wir da gemacht haben, der durchaus gemäßigt ist, zustimmen. Also Sie glauben, die anderen ändern sich, Sie bleiben bei Ihrer Position? Na ganz sicher, weil der springende Punkt ist, hat ja keinen Sinn, in einer Regierung zu sein, wenn man seine Vorstellungen nicht durchsetzen kann. Das ist mir wichtig, das ist eine Prinzipienfrage. Sie sagen immer, es wäre schön, wenn Menschen füreinander Verantwortung übernehmen würden. Das wäre auch definitiv schön, aber man hat irgendwie das Gefühl, es geht in die andere Richtung. Menschen übernehmen keine Verantwortung mehr. Die SPÖ sagt ja immer, das ist die Entsolidarisierung. Wie kann man denn diese gemeinsame Solidarität wieder fördern? Also ich weiß, wir haben hervorragende andere Beispiele. Und wenn Sie meine persönliche Überlegung ansehen, was uns Österreich immer stark gemacht hat, war dieses Gemeinsame, der Ausgleich. Dass wir verstanden haben, dass jeder mitkommen muss und jeder eine Chance kriegen. Und ich möchte in ein Land leben, wo die Starken stolz darauf sind, dass sie sich auch um die Schwächeren kümmern. Aber können Sie das ein bisschen konkreter machen, dass man zum Beispiel sagt, es gibt, keine Ahnung, drei Gesetze, die geschaffen werden, damit man auch diese Solidarität wieder fördert? Wenn Sie in Österreich unterwegs sind, dann wissen Sie, wer eine gute Lehrausbildung gemacht hat, der hat eine gute Chance, eine tolle Zukunftsperspektive zu haben. Teilweise verdienen diese Lehrlinge so viel wie Akademiker. Da finde ich es zum Beispiel auch wichtig, dass man denen sagt, ihr seid wichtig, ihr tragt unsere Gesellschaft. Der Grund, warum Österreich stark ist, weil ihr eure Beiträge leistet. Und ich denke, diese Form der Anerkennung, oft braucht sie gar nicht viel. Nicht mit einem Gesetz, sondern dass wir sagen, das ist wichtig und bedeutend, wenn du dich engagierst. Weil diese Wahlauseinandersetzung, da geht es nicht darum, ob ich Bundeskanzler bin oder nicht. Da geht es darum, wie wir unser Land in den nächsten 10 Jahre führen werden. Diese Solidarität, wie passt denn dann Ihr Slogan, holen Sie sich, was Ihnen zusteht, zu diesem ganzen Solidaritätsthema? Da sagen Kritiker, das ist ein Slogan, der schürt Neid, der ruft zum Klassenkampf auf. Was ist dann an diesem Slogan solidarisch? Nein, aber die Kritiker sind ja genau die, die ich vorhin zitiert habe. Das sind internationale Großkonzerne, superreiche Leute, die da in diesen Lobbys agieren. Aber das sind auch ganz normale Menschen. Ja, aber ich sage Ihnen jetzt was. Der Punkt ist doch jener. Ich bin der Meinung, die, die etwas leisten in Österreich, die arbeiten gehen, die sich um die Kinder kümmern, die in der Familie vielleicht einen Pflegefall betreuen. Das sind die Menschen, die Freiwillige Feuerwehr, vor denen ich riesigen Respekt habe. Und die sind seit der Finanzkrise zu kurz gekommen. Wir haben gleichzeitig internationale Großkonzerne, die sich in Österreich durch Steuerverschiebung aus der Verpflichtung stellen, die keinen Cent zahlen. Jeder in dem Land soll die gleichen Möglichkeiten haben. Und das ist, holen Sie sich, was Ihnen zusteht. Müsste es nicht heißen, ich gebe euch, was euch zusteht? Nein, weil das Holen bezieht sich auf den Wahlakt und mit dieser, das Holen ist, wenn Sie uns unterstützen, dann holen Sie sich, was Ihnen zusteht. Wir werden den Österreichern zeigen, dass wir dieses Land gerecht auch in die Zukunft führen können. Wir haben in Österreich die Lebenswerte. Nein, nur ganz kurz, wie bezieht sich dieser Slogan jetzt, Herr Bundeskanzler? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Durch eine Wahlentscheidung für die SPÖ werden wir dafür sorgen, dass die Menschen bekommen, was ihnen zusteht. Und das Holen bezieht sich auf den Wahlakt, logischerweise. Wir stehen auf der Seite der Menschen. Ich will denen verpflichtet sein, die es brauchen. Sie sind für die Einführung eines 12-Stunden-Arbeitstags. Das kommt ja eher den Unternehmern entgegen als den Arbeitern. Jetzt ist die SPÖ eine Arbeiterpartei. Fischen Sie denn da absichtlich ein bisschen in einem anderen Wählerteich? Nein, das ist, denke ich, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass sich unsere Realität ändert, auch die Arbeitswelt ändert. Und der Denkansatz, von dem ich komme, ist ein anderer. Wir wissen, 1 Million Menschen in Österreich wollen andere Arbeitszeiten. Manche wollen weniger arbeiten, da gibt es aber viele, die mehr arbeiten wollen. Weil heute haben wir bei den Teilzeitbeschäftigten echte Benachteiligungen. Wenn ein Teilzeitbeschäftigter eine Überstunde macht, kriegt er nur die halben Zuschläge wie ein Vollzeitbeschäftigter. Das wird oft genützt, damit die Unternehmen flexible Arbeitskraft haben. Das ist heute schon Realität. Und ich habe gesagt, ordnen wir das doch vernünftig. Es gibt bestimmte Gruppen, wo es möglich ist und die Leute das selber auch wollen. Wer entscheidet das? Dann entscheidet das der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber? Soll das verpflichtend werden oder auf freiwilliger Basis? Wenn es nur der Arbeitgeber entscheidet, dann wird es zu wenig sein, sondern da brauchen wir Spielregeln, die wir festlegen müssen, wo auch die Arbeitnehmer die Möglichkeit bekommen sollen, ihre Arbeitszeiten aktiv zu gestalten. Eine allerletzte Frage haben wir noch, Hanno. Da geht es um viel. Peter, den Zwischenstand bitte. Die Situation vor der letzten Frage von Runde 3 sieht so aus. Elisabeth mit 11 Punkten. Die Siegerin der letzten Sendung hat keine Chance mehr, heute ins Tagesfinale zu kommen. Gregor, eine Mini-Mini-Chance, wenn alle anderen versagen. Eva hat 16 Punkte, Robert 15, Bettina 17 Punkte, ganz eng.
Hier kommt die fünfte und letzte Frage. Hören Sie gut zu. Alles neu, alles besser, versprechen Rot und Schwarz, vor allem im Umgang miteinander, nach dem Amtsantritt von Bundeskanzler Christian Kern. Doch schon kurz danach sorgt die Wahl zum Rechnungshofpräsidenten für den ersten handfesten Streit. Schon wieder. Im Zuge dessen vergleicht der rote Klubobmann Andreas Schieder den schwarzen Klubobmann im Nationalrat mit einer Schlange. Alte chinesische Weisheit, es gibt immer verschiedene Eigenschaften. Nicht? Man kann ein Drache sein. Man kann aber auch eine Schlange sein. Nicht? Was macht Andreas Schieder dann? Antwort A. Er zerquetscht die Schlange in der Hand. Antwort B. Er beißt der Schlange den Kopf ab. Antwort C. Er wirft die Schlange zurück ins Gefäß. Was macht der Andreas Schieder? A. Er zerquetscht die Schlange. B. Er beißt ihr den Kopf ab. C. Er wirft sie zurück ins Gefäß. Und jetzt bitte Ihre Antworten. Für jede unserer drei Antwortmöglichkeiten gibt es Interessenten. Schauen wir uns an, was der Herr Schieder tatsächlich macht. Manchmal ist es notwendig, dass man auch den Schlangen einfach den Kopf abbeißt. Kopf abbeißen wusste die Elisabeth und die Bettina. Und das heißt jetzt, was für unseren Punktestand, lieber Peter. Die Schlange hat uns zwei Finalisten beschert. Bettina mit 20 Punkten liegt vorne und Eva mit 16 Punkten. Beide sind im Tagesfinale. Im heutigen Tagesfinale. Gratuliere Ihnen. Herr Bundeskanzler, Kopf abbeißen in der Politik, wie sehr gehört denn das dazu? Ja, aus meiner Sicht gar nicht. Also mein Stil ist das überhaupt nicht. Und ja, jeder muss sich überlegen, wie er hier argumentiert. Sie haben schon oft von Neuanfang gesprochen. Glauben Sie denn, würde es auch mit der ÖVP? Sie schütteln schon jetzt den Kopf. Nein. Ich hab einmal, als ich gekommen bin, gesagt, wir machen das jetzt neu und dann war es das, weil das mit den Neuanfängen, das ist so eine Sache in der Politik. Okay, soll ich die Frage überhaupt noch stellen? Nein, das ist ja nebensächlich. Sie entschuldigen, wenn ich mich im Detail verbissen habe. Das ist jetzt das Sprachbild, das Ihnen nahe liegt. Die Frage trotzdem, könnten Sie sich eine nochmalige Koalition mit der ÖVP vorstellen? Naja, wir haben bei der ÖVP die Situation, wir haben mit Reinhold Mitterlehner wirklich ein ausgezeichnetes Programm gemacht. Reinhold Mitterlehner hat sogar gesagt, das ist das beste Regierungsprogramm, das er je dabei gewesen ist. Trotzdem hat die ÖVP die Zusammenarbeit beendet. Und vor dem Hintergrund muss man sagen, die Frage ist schon der ÖVP zu stellen, ob die dann noch einmal bereit sind. Ich kann nur sagen, unsere Hand ist in Richtung aller Parteien ausgestreckt. So wird das auch immer sein. Eine letzte politische Frage. Wenn Sie wieder Bundeskanzler werden sollten, womit geht es dann weiter? Was wäre das Allererste, was Sie angehen würden? Also wir haben diese Frage, wie machen wir Österreich stärker, das ist ganz wichtig für uns. Also wir müssen uns diese Herausforderung der veränderten Arbeitswelt stellen. Roboterisierung, Automatisierung, das ist ein ganz großes Thema. Da müssen wir uns anstrengen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass die Situation in den Schulen besser wird, dass wir da mehr Ressourcen hinbekommen an den Universitäten bei der Lehrausbildung. Und wir haben natürlich den großen Schwerpunkt Gesundheit, wo die Ungleichheiten, die es in Österreich gibt, auch nicht hinnehmbar sind. So, das ist der Punkt. Aber über all dem drüber, und davon bin ich tief überzeugt, ist, wir müssen uns ja auch fragen, wie wir die Notwendigkeiten der Investitionen der Zukunft uns leisten können. Und da ist für uns ganz entscheidend, dass wir die staatlichen Strukturen umbauen. Weil wir haben in Österreich eine Situation, dass wir einen viel zu komplexen Staatsapparat haben, der extrem durch machtpolitische Detailinteressen getrieben ist, wo wir immer wieder feststellen, dass da Sonntagsreden gehalten werden und dann passiert nichts. Und da müssen wir uns in Zukunft sagen, okay, den Knoten müssen wir zerschlagen. Ich weiß nicht, ob die Politik das kann, aber deshalb habe ich vorgeschlagen, machen wir über diese wichtige Frage eine Volksabstimmung. Das wäre das Erste, was Sie angehen würden.
Herr Bundeskanzler, vielen Dank. Wir stehen jetzt kurz vorm Tagesfinale. Ich frage Sie mal, wollen Sie einen Tipp abgeben? Wir haben die Eva und die Bettina im Finale. Auf wen würden Sie denn setzen? Also schwer zu sagen. Beide schauen sehr konzentriert und ich traue Ihnen alles zu. Also halt Ihnen die Daumen. Herr Bundeskanzler, vielen Dank. Danke, dass Sie bei uns waren im Wahlkampf. Danke. Und wir kommen jetzt zum großen Tagesfinale. Bei uns geht es jetzt um den Tagessieg. Der Tagessieg bringt zwei Dinge mit sich. Erstens einmal unsere phänomenale Nationalraten-Goldmünze und Einzug ins große Finale. Ich stelle euch in schneller Abfolge Fragen. Wenn Sie drücken, aber die Frage falsch beantworten, bekommt Ihr Gegenüber den Punkt. Wenn Sie drücken und die Frage wissen, bekommen Sie den Punkt. Wer zuerst von Ihnen beiden 10 Punkte hat, zieht ins große Finale um diese Schellenreise ein. Damit das Ganze auch ordentlich gezählt wird, hat sich der Peter bei der Technischen Universität Wien den neuesten Supercomputer besorgt. Ja, wunderbar. Und so können wir immer verfolgen, wie es gerade steht. Sind Sie gerüstet? Wie heißt die Landeshauptfrau von... Johanna Mikl-Leitner. Das ist korrekt. Die wievielte Republik haben wir jetzt? Zweite. Das ist korrekt. Wie heißt der EU-Kommissionspräsident? Jean-Claude Juncker. Gut, passt. Richtig. Wer war vor Reinhold Mitterlehner ÖVP-Parteiobmann? Michael Spindlecker. Korrekt. Wie viele Urnengänge hat es bei der österreichischen... Jetzt sage ich nichts mehr. Nimmer? Nein, das wäre ja zu einfach. Drei. Korrekt. Die Frage wäre gewesen, wie viele Urnengänge hat es bei der Präsidentschaftswahl 2016 gegeben? Welche Partei stellt den Landeshauptmann des Landes Salzburg? ÖVP. Korrekt. Wilfried Haslauer. In welcher Straße in Wien befindet sich die Bundesparteizentrale der SPÖ? 5, 4, 3, 2, 1, das ist die Löwelstraße. Barbara Rosenkranz hat die Freiheitliche Partei verlassen. Für welche Partei? SPÖ. Ui, da wo das Licht brennt und somit geht der Punkt an die Eva. Mist. Haben wir ausgemacht. Ja, weiß ich. Frage 10. Wie heißt der meistbefahrene Grenzpass zwischen Tirol und Italien? Brenner. Korrekt. An welchem Wochentag wird in Österreich in der Regel gewählt? Sonntag. Korrekt. 6:3. In welchem Schloss wurde der Staatsvertrag unterzeichnet? Schloss Belvedere. Richtig. Wie alt muss man sein, um in Österreich bei der Bundespräsidentenwahl antreten zu dürfen? 16. 35 ist leider nicht korrekt. Ah, ich glaube, die Wähler. Wie alt muss man sein, um in Österreich als Bundespräsident antreten zu dürfen? Ja, ja, ich habe verstanden, bei der Bundespräsidentenwahl antreten zu dürfen. Ja, 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 logisch, ja, okay, gut, ja. Welches Adelsgeschlecht residierte bis 1918 in der Hofburg? Habsburger. Richtig. Wie viele blaue FPÖ Vizekanzler hat es bisher in der Zweiten Republik gegeben? Eine. Die richtige Antwort lautet 4. Ja. Norbert Steger unter Sinowatz, Susanne Ries-Passer, Herbert Haupt und Hubert Gorbach unter Schüssel. 7:6. Für wie viele Jahre wird der Nationalrat gewählt? 5. Korrekt. Norbert Hofer ist aus der katholischen Kirche ausgetreten. Richtig oder falsch? Falsch. Er ist ausgetreten. Yes. Unsere Behauptung war also richtig. Wie viele Jahre lang war Eva Glawischnik dritte Nationalratspräsidentin? Wird immer schwerer, gell? Mhm. Wir sind gemein. Ich verschenke keine Punkte mehr. Eben ja nicht. Gut, es sind 2 Jahre zwischen Oktober 2006 und Oktober 2008. Wer war vor Werner Faymann Bundeskanzler?
Alfred Gossenbauer. Korrekt. Wofür steht die Bezeichnung BZÖ? Bündnis Zukunft Österreich. Korrekt. ÖVP und SPÖ haben aktuell die gleiche Anzahl an Sitzen im Nationalrat. Richtig oder falsch? Richtig. Richtig. Peter? 10-8 für Eva. Eva! Die Münze. Gratuliere. Wir sehen uns gleich im großen Finale. Bettina, alles Gute. So, wir haben unsere Kandidaten fürs große Finale. Es sind die Eva, Gregor und Elisabeth. Genau, und in ein paar Minuten geht's weiter. Bleiben Sie dran, raten Sie mit. Bis gleich. Bis dann. Die Nationalratswahl im ORF. 3 Tage vor der Entscheidung, das große Finale der Konfrontationen zur Nationalratswahl mit Claudia Reiterer und Tarek Leitner. Politiker, Programme, Positionen. Die Spitzenkandidaten der Parlamentsparteien in der gemeinsamen Live-Debatte. Matthias Stolz, NEOS. Ulrike Lunacek, die Grünen. Heinz-Christian Strache, FPÖ. Sebastian Kurz, ÖVP und Christian Kern, SPÖ. Was versprechen Sie? Wofür stehen Sie? Die finale Orientierung für Ihre Wahl. Die Runde der Spitzenkandidaten. Donnerstag, 12. Oktober, ORF 2. 1. Jetzt ist es soweit. Wir stehen im großen Finale unserer Sendung Nationalraten. Durch 5 Sendungen haben sich die Kandidaten durchgekämpft, durchgefreut, durchgelitten. 3 von ihnen haben es hierher ins große Finale geschafft. Gold haben sie alle schon gewonnen. Jetzt geht es darum, wer fährt auf die Seychellen. Und als erste Kandidatin im Finale begrüße ich die Elisabeth. Sonderapplaus für Elisabeth, die Einzige, die es gewusst hat. Elisabeth, 100%ig gewusst. Stimmt nämlich. Elisabeth und die Eva, die 19 Punkte errungen haben. Richtig. Gold und Finale. Elisabeth, ist die Frage nach der Nervosität erlaubt? Erlaubt ist sie immer, aber ich bin überraschend ruhig momentan noch. Aber ich glaube, das wird sich dann von einer Hundertstelsekunde auf die nächste ins Gegenteil verkehren. So eine kleine Zen-Geschichte. Ja, so. Wen haben Sie denn als Unterstützung mitgebracht? Meine Tochter Carina. Carina, glaubst du der Mama, dass sie gar nicht nervös ist im Moment? Ich glaube der Mama, dass sie gar nicht nervös ist und dass ich mehr nervös bin als sie. Ja, ich war ein bisschen den Eindruck. Ja. Und hast du irgendwas, wo du sagst, das möchte der Mama jetzt noch mitgeben, dass sie kurz durch dieses letzte Finale kommt? Ich weiß, dass sie ihr Bestes gibt und ich bin stolz auf sie, egal wie es ausgeht. Sehr schön. Unser zweiter Kandidat, der es ins Finale geschafft hat, ist der Dreifachsieger aus den ersten 5 Runden, Gregor. Ich bin mir nicht sicher, es ist mehr geraten. Gregor, gratuliere. Wunderbar. Die Tapetentür. Gratuliere, wir haben einen Sieger. Verdienter Sieger bis jetzt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Richtig. Zum 3. Mal in Serie. Gratuliere, Gregor. Gregor, wie fühlt es sich jetzt an im Finale? Ist man doch nervös? Ja, natürlich ist man nervös. Es gibt, glaube ich, die Chance für jeden der 3 von uns zu gleichen Teilen. Das heißt, es gilt noch mal alles zu sammeln und noch mal gut zu sein jetzt im Finale. Wen haben Sie mitgebracht? Meine Freundin, die Verena. Würde die Verena mit Ihnen die Zehen ins Seychellenwasser halten? Ich hoffe. Aber dann fragen wir Sie doch gleich einmal. Verena, geht's mit dir und mit dem Gregor auf diese Schellen? Na ja, hoffen würde ich es natürlich auch. Der Gregor, der ist wirklich politisch sehr, sehr interessiert. Mhm. Wie ist denn das bei euch daheim?
Also es ist natürlich schon so, dass man sich sehr oft darüber austauscht. Wir sind beide sehr interessiert, lesen auch viele verschiedene Nachrichtenkanäle und von daher ist es immer wieder mal ein Thema. Dann wollen wir schauen, wie es jetzt im Finale wird. Im Finale ist gerade heute noch so hineingeschlupft. Ich begrüße herzlich Eva Weißkopf. Ein bisschen schräg, aber mutig. Führt Eva jetzt mit 11 Punkten? Das ist leider falsch, das ist das Burgenland. Falsch, er ist parteilos. Ja. Wow. Norbert Steger und der Sinowatz. Ich verschenke gar keine Punkte mehr. Eben ja nicht. Eva! Gratuliere! Eva, wie war denn so die Nacht auf heute? Haben Sie noch damit gerechnet, dass Sie es schaffen? Na, das war jetzt wirklich sehr, sehr spannend. Und eigentlich habe ich nicht mehr damit gerechnet. Also Sie der Bediener halt auch gegönnt. Wen haben Sie mitgebracht? Ich habe meinen mittleren Sohn Oskar mitgebracht. Oskar. Wie glaubst du, geht's der Mama jetzt gerade? Ja, also, so wie meine Mama kennt, glaube ich, ist sie jetzt schon ziemlich nervös. Aber sie macht das ganz cool, glaube ich. Also, ja. Magst du noch irgendwas mitgeben, wo du sagst, mit dem kann ich meine Mama ein bisschen beruhigen? Ich glaube, das ist mir noch nie wirklich so gelungen, so vor so einem großen Event meine Mama zu beruhigen. Aber sie gibt sich ihr Bestes deswegen, ja. Da bin ich mir auch sicher. Wenn Sie da jetzt hinschauen, vor dem Peter sind 5 Kärtchen mit Parteien, Logos. Und genau um diese Karten geht's jetzt. Ich stelle von hier aus eine Frage. Ihr haut's auf den Buzzer drauf und beantwortet diese Frage. Wenn ihr die Buzzer-Frage falsch beantwortet, dann seid ihr für eine Runde gesperrt. Ist die Frage richtig beantwortet, dürft ihr euch eine Parteikarte aussuchen. Dann bekommt ihr eine Frage zu dieser Partei gestellt. Könnt ihr diese Frage richtig beantworten, gehört sie euch. Und es gibt keine weiteren mehr. Wer zuerst 3 Parteien oben picken hat, fährt auf diese Schellen. Sind diese Regeln verstanden worden? Gut, wir fangen an. Wie heißt der 2. Nationalratspräsident? Eva. Karl-Heinz Kopf. Das ist korrekt. Welche Partei darf es denn sein? Ja, bleiben wir bei der SPÖ. Wenn Sie diese Frage richtig beantworten, gehört die SPÖ bei unserem Spiel Ihnen. Welches Studium absolvierte Christian Kern? Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Sag nichts mehr, stimmt schon. Somit ist die SPÖ vergeben nach Tirol. Was trägt der österreichische Bundesadler? Hammer und Sichel. Mehr sage ich nicht. Hammer und Sichel. Leider falsch. Okay. Was trägt der österreichische Bundesadler am Kopf? Okay. Eine Krone. Das ist korrekt. Was darf es denn sein? Gerne die neue Volkspartei. Gregor, Frage an Sie. In wie vielen Bundesländern stellt die ÖVP, die 1945 gegründet wurde, ununterbrochen den Landeshauptmann? Die ÖVP ununterbrochen seit 1945. In Vorarlberg, in Tirol, in Salzburg nicht, in Kärnten nicht, in der Steiermark nicht, im Burgenland nicht, in Wien nicht und in Niederösterreich schon. Haben wir 3 und in Oberösterreich auch, dann haben wir 4. Korrekt, ja Wahnsinn. Nächste Frage geht wieder an alle 3. Wie lang ist die grundsätzliche Gültigkeitsdauer des österreichischen Reisepasses? 5, 4. 10 Jahre. Das ist korrekt, Gregor. Sie können wählen zwischen den Grünen, den Neos und der Freiheitlichen Partei. Die Neos, bitte. Gregor, Frage an Sie. In welchen 2 Bundesländern sind die Neos im Landtag vertreten?
in Vorarlberg und in Wien. Wollen Sie noch was dazu sagen? Dann wird es nämlich falsch. Nein, stimmt. In dem Fall nicht mehr. Die Antwort ist richtig. Verena, wenn der Krieger jetzt noch ein Parteikärtchen erspielt, dann geht's ab auf diese Schellen. Wie kalt sind die Hände oder wie schwitzig? Ja, man ist natürlich jetzt sehr nervös. Man drückt natürlich die Daumen jetzt. Aber was rauskommt, kommt raus. Magst du ihm irgendwas sagen jetzt vor dieser entscheidenden Frage? Cool bleiben wie immer. Wenn der Gregor jetzt noch einmal so ein Kärtchen für sich beanspruchen kann, dann wäre es soweit. Aber noch ist nicht so weit. Noch was zu tun? Eh schon wissen. Befiehlt die Eitelkeit, sagen die Steirer. Alle parat? In welchem Jahr ist die geschlechtergerechte Änderung der österreichischen Bundeshymne in Kraft getreten? 5, da geht's um die Töchter. 4, 3, 2, 1. Das war das Jahr 2012. Für welches Ministerium ist Gesundheitsministerin Pamela noch zuständig? Frauenagenten. Korrekt. Jetzt erratet er schon die Frage richtig, geschweige denn die Antwort. Mein lieber Gregor, grün oder blau? Boah, schwierig. Nehmen wir die Grünen. Wenn die stimmt, wartet das Wasser der Seychellen auf euch beide. Wie lautet der Name der allerersten Parteivorsitzenden der Grünen Österreichs? Ich glaube, das war die Frieda Meissner-Blau. Glauben heißt nicht wissen. Ich muss dabei bleiben. Korrekt! Wir haben also einen Sieger. Es ist der Gregor mit der letzten Frage. Frieda Meissner-Blau war die richtige Antwort. Mein lieber Notar, walte deines Amtes. Jetzt kommt das, auf was alle gewartet haben. Herzliche Gratulation. Dankeschön. Wow. Wir würden uns gerne eine Postkarte erwarten. Also keine E-Mail, sondern so eine richtige Postkarte. Die verspreche ich euch. Versprochen? Ja. Passt. So, das war Nationalraten, das war unsere politische Quizshow. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, es war ein bisschen was Spannendes und vielleicht auch was Lustiges dabei. Wir hoffen, dass Ihnen die Wahl vielleicht dadurch ein bisschen leichter fällt. Am 15. Oktober ist es soweit. Nutzen Sie Ihre Chance, bestimmen Sie mit, in welche Richtung Österreich gehen soll künftig. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Schönen Abend. Schönen Abend.